Ein Sommernachtstraum. Ein Sommernachtstraum. Oder ein Albtraum. Ein sehr dunkler Ort. Die Natur, die Hitze, der Wald, die Liebe, der Wahnsinn. Egeus, Vater von Hermia, stellt sie vor die Wahl. Sie soll Demetrius heiraten, wenn nicht, wird sie sterben. Und dann beginnt die Flucht in den Wald. Vier junge Menschen, die durch den Wald irren, dort einschlafen, aufwachen. Und dann sind die Sachen irgendwie so ein bisschen anders verteilt plötzlich. Das Schöne finde ich auch irgendwo, dass in allen Figuren der Wald auch ist. Also das Düstere, die Ängste, die Orientierungslosigkeit.